Hallo, kurzes Update zum Thema Google. Da hatte ich eine Frage bekommen aus meiner Community und ich habe da ja auch einige Experten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer sich mit Google Ads zu beschäftigen, insbesondere in der IT-Branche, Softwareentwicklung und dergleichen. Und die haben mir auch das bestätigt, wo ich hier jetzt mal ganz kurz raushauen möchte. Und zwar, letztendlich ist es so, es ist jetzt in aller Munde Google Max, also quasi KI, ne? Also künstliche Intelligenz, und das jetzt verknüpfen mit Ads-Kampagnen etc. pp. Und da gibt es ja auch so ganz schlaue Leute, die halt da ihre Kurse verkaufen, die dann 200 € kosten, und die sind auch super und auch für Anfänger und alles drum und dran. Und das ist dann so, das refinanziert dann so zumindest teilweise dann die Werbekosten, sodass dann die Ads flächendeckend ausgestreut werden können, die halt dann ja einen Kurs anbieten, ja, zum Beispiel KI und Google Ads oder sowas, also Google Max Kampagnen und dergleichen, ne? Also hier mal ganz kurz, was meine Zielgruppe betrifft. Der gute Part ist, diese Kurse sind sehr stabil, teilweise auch manchmal gut, manchmal besser, manchmal schlechter vom Lerninhalt oder so, wie sie einem beigebracht werden. Also durchaus teilweise empfehlenswert, aber darum geht es nicht. Es geht darum, wie sind diese anzuwenden und explizit für die Zielgruppe IT. Und da ist halt einfach nochmal ein riesengroßer Unterschied, denn diese ganzen Kurse, das ist alles generalisiert, ne? Das ist alles... Die bedienen noch teilweise, wenn da noch eine Agentur dahinter ist, häufig bedienen die halt alles von Dating-Coach über Abnehm-Coach zu Gartenbaugestalter oder Sonstiges oder Versicherungen und Autoreifen. Ja. In der IT-Branche ist es halt nochmal ein bisschen, besonders auch in der Enterprise-Bereich, ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Ein kurzes Beispiel, also so eine KI kann ja grundsätzlich nur funktionieren, wenn es eine Datengrundlage hat. Was bedeutet eine Datengrundlage? Also hier gibt es immer so einen Pi mal Daumenwert, den habe ich mir auch von einigen meiner internen Mitarbeiter, von meinen Experten bestätigen lassen, dass eine Conversion am Tag unbedingt notwendig ist, dass du das mal eine Zeit lang laufen lässt, also 30 Tage, damit die KI überhaupt anspringt. Also überhaupt die Datengrundlage besitzt, um dann letztendlich Personas im Hintergrund aufzubauen. Nichts anderes ist die KI, ja, um dann ähnliche zu finden, die dann sozusagen wiederum dein Cost per Lead drücken. Wenn es richtig aufsetzt, alles super, und es ist auch geil, wenn du zum Beispiel jetzt Leadkosten hast für 20 €, ja, dann kannst du ungefähr sagen, eine pro Tag, 20 mal 30, kannst du mit 600 € starten. Wenn du jetzt aber Leadkosten theoretisch hättest von 100 € und du brauchst mindestens eine Conversion, eine Lead-Conversion pro Tag, sind schon 3.000. Und ich weiß ja, wie viel teilweise die Leadkosten sind bei diversen IT-Produkten und Dienstleistungen. Also gehen wir mal, ich nehme jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen, eine Standardlösung für was war das? Ich glaube, Buchhaltung oder irgendwie sowas. Die zahlen im Durchschnitt 750 € pro Lead. Also nur Lead, nicht Abschluss, Lead. Ne? Oder HubSpot, oder die zahlen, glaube ich, sogar noch mehr. Und wenn du das jetzt mal aufaddierst, du brauchst Minimum einen Lead pro Tag, dass du halt sozusagen eine Datengrundlage hast, dann 750 mal 30. Also es wird so eine Milchmädchenrechnung, mehr oder weniger. Also 3.000 mal 7,5 mit anderen Worten, dann sind wir ganz schnell in der Region von ja, mehr oder weniger 30.000 €. Also 20.000 bis 30.000 € mal Minimum, nur zum Starten, dass du überhaupt sagen kannst, okay, nach 30 Tagen bringt mir die KI irgendwas. Und dann gibt es natürlich noch Dienstleistungen, wie zum Beispiel, also aus der IT, die noch wesentlich höhere Leadkosten hätten dann. Ja. Und deswegen ist auch witzig, wenn ab und zu hier zum Beispiel auch Anfragen, die sagen, naja, also wenn du ein Proof of Concept für mich hast, wenn es dann so richtig läuft, dann bin ich auch bereit, 10.000, vielleicht sogar 15.000 € an Google Ads oder generell an Online-Werbung im Monat auszugeben. Da habe ich dann auch keine Hemmungen. Da sage ich, ja, das ist schön. Ob das dann auch ausreicht, das werden wir ja dann sehen. Ja. Also, weil dafür brauchst du halt letztendlich, du musst es durch 30 teilen, und das ist dann dein maximaler CPL, also Cost per Lead, den du halt zur Verfügung hast.
pro Tag. Ja, also letztendlich, ansonsten musst du halt die Kampagne ganz normal manuell aufsetzen und manuell pflegen und das Gleiche, so ohne diesen Google Max. Das ist natürlich auch dann mit viel, wesentlich weniger Budget. Selbstverständlich kannst du auch mit 1 € am Tag anfangen. Das ist nicht das Problem. Ja, wie gesagt, das war jetzt nur rein, wenn du dieses KI-basierte Modell, dieses Google Max, dieses mehr oder weniger neuartige, was eigentlich auch nichts Neues ist, weil ja so Google schon immer irgendwie im Hintergrund gearbeitet hat auch. Aber das ist jetzt nochmal so ein bisschen, ja, mit dem ganzen KI-Hype und so weiter, mussten sie ja auch quasi jetzt offiziell ein Produkt rausbringen, und weil halt auch andere, alle anderen mitziehen und ChatGPT und in aller Munde und so weiter und so weiter. Und natürlich auch diese KIs auch immer besser werden, und Google hat schon de facto auch eine der besten dahinter. Ja, kann man sich jetzt streiten, welche ist die bessere, ne? Die von LinkedIn, die von Google oder die von Meta oder was auch immer. Long story short, das war nicht das Thema dieses Videos, wollte ich nur ganz kurz mal kapseln, diese Sache einfach Cost per Lead, ne? Und ab wann lohnt sich überhaupt daran zu denken, sowas wie Google Max, also eine KI-basierte AdWords-Kampagne, also Werbeanzeige, einfach zu schalten. Ja? Und mal angenommen, du hast einen Cost per Lead von 100 € mal 30 sind 3.000 € im Monat. Ne? Das ist dann schon das Minimum. Ansonsten theoretisch, ja, mal angenommen, du hast jetzt 900 €, dann sind wir bei 9.000 €, und du willst aber nur 1.000 € im Monat ausgeben, dann müsstest du halt 9 Monate warten. Ja, also du müsstest es einfach zeitlich von der Länge ziehen, aber wenn du das zu sehr in die Länge ziehst zeitlich, dann gibt es im Markt und überall schon wieder so viele Veränderungen, dass sozusagen dann einfach der wie so ein langer Kaugummi, den du ziehst und ziehst und ziehst, und irgendwann reißt er halt. Ne? Also dann bringt es auch nichts. Ja, also ewig in die Länge ziehen kannst du es nicht, aber du kannst natürlich schon ein bisschen auch in die Länge ziehen, wenn du weniger Budget hast, musst du einfach länger warten, aber Zeit ist auch Geld, und wie gesagt, die Personas und so weiter, die verändern sich, und ja, und die Meinungsbildung festigt sich ja auch dann über einen gewissen Zeitraum, und wenn du dann einfach Budgetmangel hast, dann konvertierst du halt von vornherein nicht so gut. Ja, das spielt da auch eine Rolle. Okay, soll es gewesen sein. Es ist ein schon relativ komplexes, fortgeschrittenes Thema. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen weiterhelfen, weil viele einfach ja mit diesem Gedanken spielen, und auch dieses, das ist auch so unfassbar verführerisch, ne? Einfach zu sagen, naja, ich habe jetzt hier ein Tool, das macht die ganze Arbeit für mich, ich brauche vielleicht nicht mal mehr eine Agentur oder irgendwas, ne? Da schmeiße ich einfach Geld rein, und dann die künstliche Intelligenz, ne? Die macht das alles für mich, ne? die bringt mir dann die Kunden und so. Ne? Es ist halt klar, wenn du schöne tiefe Taschen hast, ne? Also 100.000 € Ads-Budget im Monat, dann kann man auch alles machen. Ne? Aber eben für die, in der Regel die Kundschaft, die bei mir jetzt zumindest auch über YouTube kommt, wo wir, ja, da machen wir erstmal viel, viel direkt. Ja, und dann kann man hinterher immer noch quasi beimischen, Online-Werbung beimischen, und immer, sagen wir mal, graduell und halt da, wo es auch am meisten Sinn macht. Aber weiter ins Detail möchte ich jetzt hier nicht gehen, das wird auch viel zu weit führen, und generell einfach dir bei uns gerne einen Termin buchen, weil ich halte einfach nicht, weil ich jetzt nicht so viel Informationen freigeben will oder sowas, sondern ich halte nicht davon, von diesem pauschalisierten, von dieser pauschalisierten, generalisierten Tippgebung. Ja, das geht bei einigen Themen, die man auch pauschalisiert sagen kann, wie zum Beispiel, ja, also Fokus zum Beispiel, das ist, wenn du keinen Fokus hast, dann das ist für alle gleich, das ist wichtig. Aber so spezielle Sachen, wie jetzt Google Ads für IT und dann welche Produkte und welche Dienstleistungen nochmal funktionieren wieder anders und so weiter. Also dann am besten einen Termin bei uns buchen. Wir können auch gerne noch einen weiteren bezahlten Workshop ausmachen. Da hole ich dann noch einen Experten oder Expertin von mir rein. Alles möglich bis dahin. Dein Thomas Klein. Ciao.